Palim, palim. Tachchen, ihr Lieben. Da ja, sind Schatz. Wir wieder. Da sind wir dabei. Das ist prima. Viva Colonia. Guck mal, das kann ich sogar als Berlinerin. Aber das muss, glaube ich, jeder können, ne? Du bist das ja auch so. Mit einer echten Rheinländerin verwandt. Ich wollte befreundet sagen, aber ich wollte es nochmal Level up machen. Ja. Es ist so, ich verstehe diesen Clinch zwischen Düsseldorf und Köln sowieso nicht. Das ist gar kein, das ist so ein Pseudo-Clinch, damit wir irgendwas zum Tratschen haben. Ich glaub, nicht, meinst du nicht, da gab es irgendwann mal einen Vorfall? Ja gut, bestimmt, aber nicht mehr unsere Generation, das glaube ich nicht. Ja. Auf der schöneren Seite des Rheins höre ich dann immer. Ja, das sind wir. Jeder sagt das, genau. Das ist eine ganz einfache Antwort. Das sind wir. Düsseldorf. Und es gibt die nicht so schöne Seite Köln, aber wir haben kein Problem mit den Kölnern, nur weil es da nicht schön ist. Nicht unser Problem. Ganz genau, ganz genau. Ich glaube, Berlin hat mit dem Rest von Deutschland einfach ein Problem. Aber ihr seid ja auch sozusagen West- und Ost-Berlin. Und da gibt es bis heute Extreme und was völlig Banane ist, aber total so dieses Denken, du kommst aus dem Osten. Das ja, seid ihr der gute Teil? Natürlich sind wir der gute Teil. Selbstverständlich. Nicht ganz. Auch da? Das ne? Nicht nur, weil du da wohnst, sondern generell. Generell. Das ist der schönere Teil. Nein, Quatsch. Gehabt, also ne? Ost-Berlin, und ich sag's ja auch immer noch, ne? Ich sag auch immer noch Ost-Berlin, was total Quatsch ist, aber es ist halt so umgangssprachlich, sagt man es mittlerweile. Aber mein bester Freund kommt ja aus dem Osten. Ja, ich weiß. Richtig Osten. Mhm. Nämlich aus Weißwasser. Und ich kann ja sagen, viele Leute nennen das ja Dunkeldeutschland. Ich war schon oft da, Freunde. Nee, ich war schon oft da. Und für jemanden wie mich, der so aus dem Rheinland kommt, ist das schon ein harter Break, bin ich ganz ehrlich. Aber ich kenne natürlich auch nur nette Menschen da. Und wenn man sich mal daran gewöhnt hat, dass es halt nur eine Pizzeria gibt und nur einen Supermarkt und dass der Winter da wirklich noch Winter ist und dass man in Polen einkaufen geht, wenn man was braucht, dann ist es da eigentlich ganz cool. Ja. Und ich muss sagen, wir waren immer im Winter da. Ja. Und mein bester Freund sagt immer, ey Denise, im Sommer ist es da richtig schön. Du musst mal im Sommer kommen. Und jedes Jahr sage ich, kann ich. Ja. Irgendwann. Also ich glaube einfach, das hat Grüße was... Grüße gehen raus an alle Weißwasserraner, die uns gerade zuhören. Es richtig. Im Sommer, bestimmt so einige. Im Sommer komme ich euch besuchen. Stimmt. Also völliges Klischee-Denken. Ich meine, ja, klar, geschichtlich gesehen und so ist da natürlich viel passiert und da sind auch so Mentalitäten, die in natürlich ein bisschen anders sind. Nicht nur in Weißwasser, ich meine Ost- und Westdeutschland sozusagen. Aber vor allen Dingen Westdeutschland. Früher hat man immer gesagt Westdeutschland. Hier in Berlin hat man zu allen Bundesländern hat man gesagt, das ist Westdeutschland. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Kennst du das? Hat man das bei euch auch gesagt? Nee, das ist so ein Berlin-Ding. Ich wollte sagen, das haben wir nicht gehabt. Ich kann mich ja, also wir sind ja noch die Generation, die sich wirklich an den Mauerfall erinnern kann, die ihn live miterlebt hat als Kind. Und ich weiß auch total klischee, aber meine schönste Szene ist wirklich David Hasselhoff tanzend auf der Mauer mit dieser Lederjacke, die er auch angemacht hat, dann hat sie geblinkt. Ich glaube, er hat gesungen, I've been looking for freedom. Ja, Ja auch super passte dazu, zu der Zeit damals, ne? Und er war ja damals der felsenfesten Überzeugung, dass er Ost- und West-Berlin wieder zusammengeführt hat. Ja, dass richtig. Nur wegen ihm wäre. Der hat das ja 15 Jahre später in einem Interview immer noch gesagt, dass er derjenige war, der eine besondere Beziehung halt zu Deutschland hat, weil er den Westen und Osten wieder zusammengeführt hat. Das ist super. Danke an dieser Stelle an David Hasselhoff. Ich wollte dich gerade fragen. Dass er das geschafft hat. Guck mal, ich wäre Danny, süß, ne? Danny wäre der überhaupt mein bester Freund? Wenn es die Mauer noch geben würde? Nee, ne? Nee, natürlich ich nicht. Ich würde gar nicht hinkommen, nach Weißwasser. Also ja, vielleicht hätten wir dann auch Internet und wir könnten so telefonieren. Meinst du, das wäre dann eine rein Telefonfreundschaft geworden? Wie hätten wir uns kennengelernt? Wahrscheinlich, ja. Gar nicht. Über hier so eine Chatting-Plattform. Da gäbe es dann Best so eine Friends. Extra... West-Ost-Chatting-Plattform, damit Leute sich auch von dort nach hier kennenlernen. Böse, ne? Wenn man überlegt, dass sowas überhaupt machbar war, über Nacht so eine Mauer aufzustellen durch Deutschland. Einfach so, boom. Also ich nicht ganz Deutschland, aber trotzdem. Konnte ich halt trotzdem. Mir sowas alles nicht vorstellen. Und dann kam Corona. Ja, allerdings. Und auf einmal konnte ich mir ganz viel vorstellen, weil einfach die Situation, du darfst Weihnachten niemand zu dir einladen. Auch nicht die Oma. Ja. Und ich dachte, wo sind wir hier gelandet? Das gibt es doch gar nicht. Mhm.
Und dann durfte man doch nicht mal Freunde treffen oder nur einen Haushalt. Und dann hatten immer alle Leute, die unten gewohnt haben, die Jalousien runter, wahrscheinlich, weil sie sich mit zwei Haushalten getroffen haben. Richtig. Und das war ja verboten. Und es gab ja auch Nachbarschaften, die sich nicht so mochten, wo dann das Ordnungsamt gerufen wurde und es gab richtig Strafen. Oder ja, du durftest nur noch nach 22 Uhr, glaube ich, das Haus verlassen, wenn du einen Hund hattest, ne? Irgendwie sowas, ja, genau, richtig. Einzige. Durftest nicht auf einer Parkbank sitzen bleiben. Nein, die waren alle verboten, die alle Bänke richtig abgesperrt. Und boah, seitdem kann ich mir sowas mit der Mauer dann schon wieder richtig vorstellen. Diese, diese Dynamik, die dann aufkommt, ne? Dieses, wir müssen jetzt alle so sein und alle, das war sehr erschreckend, muss ich auch sagen. Ne? Keiner hatte mehr eine andere Meinung. Genau, und wenn du dann dachtest, es kann gar nicht mehr schlimmer kommen, da kam das doch dann, dass man nicht mehr duschen durfte oder zumindest nicht so viel heizen und nur noch einmal am Tag warmes Wasser andrehen, weil doch letztes Jahr diese Ölknappheit dann kam. Richtig. Und das waren alles Sachen, die hättest du mir vor 4 Jahren erzählt, ich in meinem privilegierten Westdeutschland, wie du es nennst. Und wenn jemand gesagt hätte, du darfst nicht mehr nach 10 das Haus verlassen, du darfst niemanden mehr treffen, du darfst keine Parkbank mehr benutzen und du darfst nicht mehr duschen und heizen, hätte ich gesagt. Das ist doch Science-Fiction, genau, in unseren Ohren. Wirklich. Das war echt schon eine krasse Zeit. Und deswegen sage ich dir, wenn morgen jemand sagt, wir führen wieder eine Mauer ein, hier durch zwischen Düsseldorf und Köln, ich traue es denen zu. Ja, mittlerweile schon, ne? Krass. Es sind echt Sachen passiert, die man hätte nie erwarten können. Krass. Wollen wir mal ganz kurz erzählen, über was wir heute reden? Über nichts. Über nichts einfach. Wir wollten euch einfach mal so einen kleinen Kaffeeklatsch hier geben. Ohne böse, Kaffee übrigens. Genau, böse Zungen würden jetzt behaupten, sie hatten kein Thema. Aber wir haben wirklich, wir hatten wirklich ein paar Themen uns aufgeschrieben, ja, die ihr auch gerne hören wollt. Und dann hat Randafin gesagt, so habe ich das zumindest verstanden, lass uns einfach mal unser ganz normales Gespräch, was wir so immer haben, Smalltalk aufnehmen. Genau. Also, das, ich habe mitbekommen, okay, das mögt ihr. Ihr wollt uns einfach nur reden hören, wie wir so über Gott und die Welt reden und letztendlich unsere ganzen normalen Telefonate, die wir so täglich führen. Frage, wie geht's Mama? Mama geht soweit gut. Ich hoffe, wenn die Podcast-Folge rauskommt, ist sie auch schon wieder draußen. Ist immer noch im Krankenhaus? Ja, das sind so Sachen, die kommen einfach im Alter. Mhm. Hat so ein bisschen mit Zucker zu tun. Ja, ne? Ich weiß. Und wie geht's Papa? Wie kommt er klar allein? Der telefoniert viel mit uns. Redet, hört das aus. Schön. Man muss dazu sagen, Randa hält diese ganze Familie zusammen. Du bist das Bindeglied zwischen der ganzen Familie. Das muss man wirklich so sagen. Es ist ja, irgendwie eine riesige schon, Familie, alle super herzlich, aber du bist das Bindeglied. Deswegen zieht sie auch nicht nach Düsseldorf. Ganz einfach. No. Ja, kann tatsächlich irgendwie so sein. Ne? Also ich finde es auch manchmal so, obwohl meine Geschwister auch ihr Bestes geben. Dadurch, dass Schöne nicht bei uns alle wohnt. Ihr seid alle total familiär. Ja, ja. Aber du hältst aber ich bin zusammen. Schon diejenige, die immer, irgendwie schon, ne? Es muss halt immer einen geben in der Familie, der das macht. Das ist mein Job. Ist so. Ist so. Ja. Ja. Muss. Genau. Und sonst, Schatz, wie sieht's aus? Ich wollte dich vorhin schon was fragen. Sag mal, was sind denn eigentlich, was sind so deine guten Superskills? Ja. Superskills? Nein, lass mal. Ja, was kannst denn du so richtig gut? Oh, mir fällt sofort ganz viel ein. Ja, ich ein. Weiß was. Ich kann Sachen extrem hochwerfen und mit dem Mund wieder auffangen. So krass. Richtig hoch. Freunde, ich sage es euch ehrlich, Meter hoch und ich fange sie wieder auf. Wenn ich das auf Instagram zeige, haben die Leute immer Sorgen, dass es mir im Hals stecken bleibt und ich dann elendig ersticke. Ja. Ist nicht. Ich kann Liedtexte extrem textsicher wieder singen. Absolut. Engelsgleiche Stimme, das ist auch noch ein guter Skill. Schatz, ich habe noch, warte mal, Henrik sitzt da vorne. Ich habe da noch so einen geilen Skill, den habe ich die Tage mal erzählt. Was war das denn? Das ist mein guter Skill, habe ich da gesagt, vom Spiegel. Was war das? Ja, komme ich jetzt nicht drauf, aber vielleicht fällt er mal. Ich finde twerken. Du hast hier gerade bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hast du angefangen zu twerken. Könntest du Kurse zeigen, geben? Was ich für einen extrem fashion Hintern in dieser Jeans habe. Das stimmt allerdings. Ich glaube, ich brauche einen Link, Schatz. Ist leider alt. Ach, scheiße. Der Pullover, da fragen mich heute auch ganz viele nach. Der ist locker 4, 5 Jahre alt. Aber ja, es gibt immer klar, so Teile, die man dann. Das darf man ja als Influencer fast gar nicht. Nee. Alte Sachen anziehen. Darfst du ich schon. Brauchst aber einen alternativen Link, den ich ja, nicht habe. Ja, finde ich dann meistens nicht. Genau. Nee, auch nicht. Was sind deine Superskills? Ich kann meine Beine krass überschlagen. Kann die hinter so den Kopf? Auch, aber ich kann auch so, ich kann im Schneidersitz sitzen, anders einfach. Kannst du das mal zeigen? Ich glaube, schwer. Aber kannst du mal hinter den Kopf machen jetzt in der Show?
In der Show. Mal probieren? In der Show. Wir haben eine eigene Show. Warte, ich probiere es mal. Warte. Mama. Ich werde es einfach die ganze Zeit dokumentieren für die, die es nur wörtlich hören. Also ist jetzt ein Stück zurückgerutscht. Ich glaube, du musst die. Dominik sitzt ja auch. Der muss die Kamera mal kurz richten. Ja, also sie redet gerade mit ihrem Mann, dass er die Kamera verstellen soll. Hat das eine Bein schon in der Hand? Warte. Hat ihren. Achtung, jetzt kommt der Fuß-Content. Nee, ich habe ihn nicht. Wegen der nicht so richtig, ich bin nicht gedehnt gerade. Was kannst du sonst noch? Ich kann mich anhören wie ein Frosch. Mach mal. Das ist auch kein Frosch. Original, oder? Nee. Oder ist das hier der Donald Duck? Donald, eigentlich, oder? Eigentlich ist es was ganz anderes, aber das möchte ich nicht sagen. Die hören ja auch Kinder zu. Ach, come on. Was könnte es denn sein? Das können die Leute ja vielleicht mal drunter kommentieren. Das finde ich eine super Idee. Ansonsten kann ich natürlich auch fantastisch singen, bin auch genauso textsicher wie du. Da sind wir uns echt super ähnlich. Ja. Und ich kann gut zuhören. Das kann und ich. Salzen. Salzen kann ich auch. Und wenn wir jetzt keine Superheldinnen sind, dann weiß ich auch nicht mehr. Was, Superheldinnen? Ja, mit unseren Skills. Das kann halt nicht jeder. Zusammen ergeben wir fast einen Menschen. Aufgrund unserer Fähigkeit. Fast. Ist so. Aber ansonsten, erzähl doch mal, wie geht's dir denn aktuell? Gibt es Themen, die dich beschäftigen? Ich weiß gar nicht, ob man sowas hier so sagen darf, aber habe ich dir ja gestern schon mal gesagt, ich meine, wir sind ja Content Creator und aktuell habe ich so das Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht zu genügen, nicht gut mit der Zeit mitzukommen, nicht so präsent, würde ich es jetzt nicht sagen, aber nicht so kreativ zu sein, nicht so gut zu sein wie die anderen, nicht das abzuliefern, was andere gerade abliefern. Also mein Gefühl, ich weiß, es ist alles in Ordnung, ne? Aber ich habe so das Gefühl, es entwickelt sich alles um mich herum gerade wahnsinnig schnell und es kommt wahnsinnig viel dazu und hier noch eine Plattform und hier noch 30 Reels am Tag und ich bin schon so mit meinem Leben total überfordert. Ja. Also ich habe das Gefühl, nicht mithalten zu können gerade, aber nicht vom Arbeitsaufwand her, sondern von der Kreativität her, von der Umsetzung her. Und ja, ich bin ehrlich, es macht mir schon so ein bisschen Kopfzerbrechen. Nicht auf eine negative Art, wobei ich gestern schon so dachte, die anderen sind einfach ein Schniff cooler aktuell. Aber gut, weißt du, immer wenn so eine Phase war in den letzten 9 Jahren, sind wir doppelt so stark zurückgekommen, Schatz. Dann haben wir uns was richtig Cooles einfallen lassen. Ich wollte gerade sagen, ich habe diese Momente natürlich auch. Und ich glaube, jeder, der diesen Job ausübt, kennt diesen Moment. Und ich glaube, das gibt es auch in anderen Jobs, nicht nur bei uns. Das ist in jedem Job so. Ne? Also du hast manchmal, glaube ich, sitzt auch in einem Großraumbüro, guckst da hinten an Tisch 34 und denkst du so, boah, der ist viel schneller als ich. Genau. Der arbeitet effizienter, der ist schneller und der ist auch besser organisiert. Chef aktuell ein bisschen mehr gemocht. Richtig, richtig. Das bringt es, glaube ich, auf den Punkt. Aber wenn ich dich so betrachte, also jetzt mal so als Bestie, sehe ich das natürlich anders. Ne? Für mich bist du immer kreativ, bewundere dich. Alter, das ist übrigens auch ein super Skill von dir. Du bist einfach ultra organisiert. Also ich kenne kaum Menschen, der so durchgetaktet ist wie du. Findest du? Und ja, hallo, du hast einfach 5 Kinder. Das ist es nicht. Doch, Schatz, das ist es. Nee, aber nicht, weil ich so super durchgetaktet oder super organisiert bin. Ich habe einfach, das Ding ist, das wirkt manchmal so auf viele, aber einfach, weil ich meine Prioritäten vielleicht anders setze. Viele fragen mich, wieso bist du um 7 Uhr morgens fertig angezogen, geschminkt, Fotos? Ja, weil meine Prioritäten darauf liegen. Also ich bin so ein Typ, ich stehe lieber morgens um 5 auf, damit ich mich fertig machen kann, damit ich die Brotdosen fertig habe, damit ich mir einen Kaffee ziehen kann. Und manche andere denken sich, boah, ich möchte lieber eine Stunde länger schlafen. Jetzt muss ich auch sagen, ich bin ja auch keiner, der spät ins Bett geht. Du weißt, bei mir ist 22 Uhr spätestens Schlafenszeit. Ne? Ich brauche meinen Schlaf, weil ich aber auch morgens früh aufstehe. Und bevor ich das Haus verlasse, also die Kinder zur Schule oder Kita bringe, habe ich gerne die Wäsche am Laufen und schon durchgesaugt. Und die aber Küche das ist doch organisiert. Das nennt man organisiert. Ja, das ist organisiert. Weil wenn Leute länger schlafen, dann kommen sie mehr ins Struggle, weil sie dann vielleicht, wie du schon sagst, Prioritäten auf Schlafen setzen.
Aber dann, du zum Beispiel hast doch nur einen anderen Rhythmus, das ist doch der gleiche. Du machst das alles ein bisschen später, du gehst auf jeden Fall gechillter den Tag, dadurch bist du aber abends um 21 Uhr die Küche wischt. Das könnte mir nie passieren. Ich gehe ab 19 Uhr im Bett, ist zum Beispiel 19 Uhr. Ne? Aber ich möchte wirklich früh mit allem fertig sein, um mich, sobald die Kids schlafen, ins Bett zu legen oder mit denen ins Bett zu legen, ein bisschen Serie zu schauen. Und du bist der Typ, der fängt morgens ein bisschen später an, ist aber dafür länger on Tour. Das ist einfach eine andere Aufteilung. Also ich stehe genauso früh auf, aber das Problem ist, dass ich einfach nicht das Handy in die Hand so noch nicht. Genau. Nee, und das genau, ich morgens auch nicht. So, du brauchst auf jeden Fall mehr Ruhe morgens, dafür aber viel länger abends. Und wo ich denke, was machst du da noch? Da liege ich schon im Bett. Ja, eigentlich auch schön. Ja, jeder so in seinem eigenen Rhythmus letztendlich, hast du vollkommen recht. Da. Wir sind. Aber ich habe dir schon mal gesagt, da sollte ich mir... Dir auch? Nicht dein Ernst. Der hier und aber es ist der nicht der hier. Gleiche Schatz. Oh, ist es der? Ja. Nein. Doch. Schatz ist auch der. Ich habe doch den daneben auch. Ich habe doch gestern eine Schublade zugemacht beim Aufräumen und danach die Flatsch und beide so babuff und der eine richtig fett eingerissen. Den lasse ich jetzt erstmal in Ruhe. Den kann ich jetzt erstmal nicht mehr machen. Den Kühlschrank auf und wieder zu und dann bin ich so gegengekommen. Ich sag dir, der Haushalt killt uns einfach. Ist nichts für uns, für unsere Prinzessinnenpfoten. Ich habe überall das Ding jetzt durch das Vorknallen der ganzen letzten Tage. Aber ich habe, glaube ich, ich möchte jetzt nicht lügen, übermorgen einen Termin. Ich habe heute noch mal schnell einen, weil für mich geht es ja morgen. Was machst du Schönes? Einfach genau dasselbe. Ja, genau. Ich mag ja aktuell dieses Pelmut. Warte, aber du hast ja auch lange Nägel. Ich habe ja deutlich kürzere als du. Ich muss aber ganz dringend sie kürzen. Ich merke das immer wieder. Gerade im Haushalt, ciao. Ich mache richtig bunte Smiley-Nägel. Habe ich gesehen in deiner Story. Finde ich gut. In der Story habe ich wenn du gesehen. Sonst schon nichts kannst, dann mach was auf den Nägel. Okay. Na, das mach und auf dich. Ich habe übrigens keinen Kaffee, ne? Meine Kaffeemaschine ist kaputt. Mir ist gerade alles aus dem Gesicht geglitten. Ich habe es gesehen. Ich hätte gerne Zeitlupenaufnahme von dem Ding. So. Ja. Ich frage mich ernsthaft, wie ich überlebe. Ich habe mir jetzt eine, lieben Zuschauer haben mir eine geschickt, die im Angebot war, so eine ganz einfache. Ich habe auch eine von... Ich weiß gar nicht, von welcher Marke die ist. Kann ich dir nicht mal sonst sagen. Sonst packe ich dir die im Büro ein, in großen Karton, schick dir die und du schickst mir die zurück, wenn deine da ist. Nein, unnötig. Nee. Ich glaube, jetzt habe ich erstmal eine. Das ist aber super lieb. Super lieb. Aber die andere machen. Wird jetzt eingeschickt. Wie ich die einfach aus dem Büro wegschicke, damit dann kein Kaffee macht. Damit die oben stehen bleibt. Was ein Egoist, ne? Ich bin lieb dich. Das habe ich gerade selber gemerkt. Oh. Aber weil du mich vielleicht noch ein bisschen mehr liebst, das liegt wahrscheinlich daran. Nein. Ich möchte noch kurz was erzählen, weil ich dir noch gar nicht erzählt habe. Was? Du kennst doch die Wand hinter unserem Esstisch, ne? Ja. Die ist ja weiß. Also die ist einfach hell. Und die ist auch so ein Stück nach vorne. Also es ist so eine Wand, die so ein Stück nach vorne kommt, ne? Und diese Wand möchte ich jetzt mit einer Struktur, also ihr habt ja dieses... Stuck, das nennt man das, glaube ich, diese Stuckquadrate. Und da gibt es ja verschiedene Designs. Streifen und was nicht alles. Ja. Und ich würde gerne diese Wand dreidimensional machen. Und ich glaube, das würde so endstufen cool aussehen. Oh ja, mit den aber Lampen Angst, zusammen. Weil eine teuer ist, muss ich mich mal erkundigen. Es kommt dann drauf an, ne? Also es ist ja meistens Styroporzeug. Ich wollte erst diese Baumarktpanelen dran tackern, aber ich habe vor kurzem in einem Café gesessen, wo diese Wand hinter der Person, der ich gegenüber saß, war. Mir ist ganz schwindelig geworden nach einer Zeit. Also ich konnte da nicht mehr drauf gucken. Oh. Was hältst du von einem DIY-Schatz? Nein. Machen wir. Die kleine Bastelmaus hier. Ich bin ja auch nicht so gut da drin. Ich bewundere immer alle, die das können, ganz ehrlich. Ey, wie ist der neue Bus? Von einer Busfahrerin zu anderen Busfahrerin. Oh mein Gott, meine Welt. So boom. Wir haben jetzt ein Gangmobil, genauso wie ihr. Ja, aber das eures ist so richtig böse, weil es ist schwarz. Es ist black, black, black. Fragt sie mich am Tag, wo es abgeholt worden ist, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Ich so, ein Junge natürlich. Ja, ist doch kein aber weibliches Auto. Dass du mich auch verstehst, das würde ich gerne mal wissen. Ob das die Leute verstehen, sollen die unter die Kommentare schreiben, ob ihr Autos männlich und weiblich einordnet. Na sicher doch. So ein Twingo, der ist doch niemals männlich, das ist ein weibliches Auto. Richtig. Also nicht, dass man damit nicht als Mann fährt, sondern das Auto ist weiblich. Nicht falsch verstehen. Das Auto hat ja auch ein Geschlecht.
Richtig. Ganz normal einfach. Ganz normal. Und ein Twingo ist zum Beispiel safe ein Mädchen. Ist so. Und ich finde, ein VW-Bus kann auch ein Mädchen sein und ein Mercedes ist irgendwie ein Junge. Ich hätte lieber ein Mädchen. Jetzt muss ich leider einen VW-Bus fahren. Oh, scheiße. Wir haben lange überlegt, VW und Mercedes. Nee, euer Weißer ist auch ein Junge. Das ist ja, der einfach ist ein Junge. So. Das ist so. Weil der halt nicht nett aussieht von innen. Nee. Das ist ja so schwarz von innen. Ja. Und das sehe ich jetzt überhaupt nicht. Also Mädchen sind so wie wir, Flieder. Richtig. Ja, wir kategorisieren Autos in Geschlechter. Mit uns ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Ich mache das auch mit Zahlen. Mein Leben lang. Hast du das noch nie mit einer Zahl gemacht? Eine Zahl kann auch weiblich und männlich sein? Ich finde schon. Aber so jetzt, eine 2 ist ein Mädchen, ne? Eine 2 ist voll der kleine Junge für mich. Nee, eine 8 eine 1 ist ein Junge. Eine 8 ist ein Junge. Eine 1 ist ein Mädchen. Eine 3 ist ein Junge. Eine 4 ist ein Mädchen, ganz klar. Ich glaube, klar. Alle geraden Zahlen sind bei mir Mädchen, alle ungeraden Jungs. Das sind voll in die 8 ist ein Junge. Nee, du musst es fühlen. Es gibt sogar, ich habe das vor Jahren schon mal irgendwie in der aber Story erwähnt. Aber 9 ist doch ein Mädchen und 10 Junge. Das ist doch eine safe Kiste. Nee, ein Junge, 9 ist ein Junge für mich. Eine 10 ist, da weiß ich es nicht. Das war schön das mit neutral. Dir, neutral ist, es gibt auch neutrale Zahlen. Es gibt neutrale Zahlen? Die nichts sind. Sowohl was sind die als 11? Auch. Die ist für mich dann neutral. Hm. Eventuell. Ich glaube, alle, die uns bis hier zugehört haben, haben spätestens jetzt gedacht, dass die suchen die ganze Zeit den Knopf aus, löschen. Nein, das ist so ein ganz normaler Gespräch zwischen uns, keine leider wirklichen ja. Themen. Leider ja. Ich würde gerne sagen, wir reden sonst über Kultur. Total. Immer. Aber nein. Über Essen aber sprechen wir auch voll gerne. Das stimmt. Eichhörnchen! Ist schon Eichhörnchen wieder auf dem Trampolin ist schon weg. Henrik, Eichhörnchen, jetzt klettert die Wand hoch. Ja. Ich habe gestern noch zu meinen Kindern gesagt, ein Eichhörnchen ist im Endeffekt auch eine Ratte mit dem gleichen langen Schwanz, nur dass da Haare dran sind. Es ist, achte mal drauf. Wirklich? Come ja. on. Nee, nein, die fressen nicht wenig. Ratten mit mehr Haar. Ratten essen aber alles. Eichhörnchen auch. Die haben alle Erdbeeren weggegessen. Ja, ja, weil Erdbeeren sind Nüsse. Hast du wohl recht. Krass, das war Denise-Pedia gerade. Das war krass jetzt. Ich lerne von der Besten. Ich wusste, dass du jetzt ein Wasser ausspuckst. Ich wusste das. Was aber auch immer sowas, wenn ich gerade einen Schluck trinke. Weißt du, wie sehr ich dich gerade wegen diesem Kaffee beneide? Trink noch ach mal einen ja. für mich. Willst du euch mal für dich, guck mal hier, wie ja. die Crema aussieht. Mhm. Siehst du das? Ja. Soll ich mal genau beschreiben, wie der Geschmack ist? Mhm, bitte. Warte. Mhm. Leicht nussig. Leicht nussig? Ja. Leichten Schokoladengeschmack im Abgang. Aha. Mhm. Nussig, schokoladig. Und ich merke sogar so eine ganz leichte, süße Note. Boah. Mhm. Dazu aufgeschäumte Hafermilch. Mm. Das war gelogen. Und ja, es ist super köstlich. Also du verpasst was. Mm. Ehrlicherweise ist da eine Süßstofftablette drin, die wahrscheinlich jeglichen Geschmack weggepustet vernichtet? Hat. Ja. Vernichtet hat. Und dir wird es auch gar nicht schmecken, da fehlt der Plastiklöffel. Absolut. Mädels, wenn ihr im Nagelstudio mit dem, wie nennt man das, was man auf die Füße kriegt? Schellack euch auf die Füße macht, bedenkt bitte immer dabei, lasst euch immer eine eigene Feile geben, super wichtig. Also guckt, dass es ein Nagelstudio ist, die für euch eine eigene Feile hat, achtet da extrem drauf. Und wenn ihr merkt, dass in eurem Zehennagel, wenn ihr es runterholt, nur eine einzige kleine Stelle ist, die euch nicht richtig vorkommt, lasst nicht wieder Schellack drüber machen. Das verschließt das Ganze, weil keine Luft mehr dran kommt. Und dann entsteht ein Nagelpilz. Ich habe wirklich an einem Zeh, nur ein einziger von Zehen, auf dem großen Zeh rechts, so einen braunen Punkt bekommen. Habe ich dir erzählt gehabt. Ja, ja, genau. Und dann habe ich natürlich vor dem Urlaub gedacht, vom letzten, komm, du willst ja schöne Nägel haben. Das war ein fataler Fehler. Als das dann raus, ich habe es dann selber abgemacht zu Hause. Ich glaube, da hat sich ein Nagelpilz, da hat sich doch der Nagel dann so gelüftet an einer ja, Stelle. Ja, hast du gesagt, genau. Dann habe ich bin jetzt wirklich seit, ich glaube, fast im dritten Monat mit so einem Nagelpilzzeug meine Nägel am Behandeln. Ich habe alles weg, man muss es wegschneiden, so viel ja. wie möglich. Ja. Jetzt ist es natürlich nicht mehr da, aber mir fehlt ja der halbe Zehennagel. Scheiße. Oh, sorry, dass ich euch das jetzt erzählt habe. Nee, aber das ist real life. Genau das wollten wir, doch auch erzählen. Hattest du das schon mal? Nee, hatte ich tatsächlich noch nie. Das hat jeder und deswegen habe ich das jetzt erzählt. Nee, jeder zweite, habe ich gesagt. Ich bin halt eins und plus zwei.
Scheiße. Aber ich hatte schon mal Fußpilz, wenn es dich beruhigt. Ich auch als scheiße. Kind nach dem ja, Schwimmen? Ich auch. Ich Grundschule. Auch nach Schwimmen. Ja, genau dasselbe. Aber das tat sau weh. Das war aber an der Seite vom Fuß, Außenkante, so ein Stück, richtig so. Das hat richtig weh. Bei mir, ich hatte es hier sozusagen, hier sind die Zehen und da hatte ich es, so einen Kreis und das war auch aber richtig aber das geht schneller ekelhaft. Weg. Nagelpilz dauert 100 Jahre durch das echt, Rauswachsen. Ja. Ja, der ist ja nicht mehr da, aber das, das ist der Nagel wieder nachgewachsen ja. ist. Wenn und jetzt hast du da keinen Nagel? Wachsen, nein. Crazy. Ich habe den weggeschnitten. Den ist komplett weggeschnitten. Schickst du mir mal ein Foto? Das hat sich geliftet ja. und dann habe ich die Hälfte von dem Nagel, sollte man so möglich, so weit wie möglich wegschneiden oder feilen. Warum habe ich noch kein Foto, ist die Frage. Ich krieg doch sonst alles fotografiert. Stimmt. Oh mein Gott, stell dir vor, irgendjemand findet jemals die Galerie bei uns im WhatsApp-Status. Dann sind wir im Arsch. Wir sind im Arsch. Sagen wir es mal so, wir könnten OnlyFans bedienen. Locker, könnten wir es bedienen. Und wir wären nicht erfolgreich auf OnlyFans, aber wir könnten es bedienen. Und definitiv andere Fetischseiten können wir auch bedienen. Also gar kein Problem. Wir könnten auch herhalten für lauter Krankheitsbilder, die man so bei Google ja. eingibt und dann Symptome googelt. Wären wir auch safe dabei. Definitiv. Kindererziehung. Essen. Ja. Ja, oh Gott, ja. Wir könnten eigene Essensblogs erstellen dadurch. Nur durch unsere Galerie. Randa und ich essen sehr gerne Steak. Zwar sehr ja. selten. Aber wenn wir dann Steak essen, boah, dann feiern wir das. Hör mal, wie eine Geburt. Wir schicken uns aus jeder Perspektive genau. von diesem Steak ein Foto. Und nochmal ein Video. Ja. Und wir, jedes Mal schicken wir uns auch noch den Partner, also wir gehen ja nur mit Henrik oder Dominik ja. essen, auch noch wie der vor dem Steak sitzt, damit man so die Perspektive genau, so. Sieht und das Verhältnis. Genau, richtig. Oder die Hand legt man da drauf und so, genau. Und jedes Mal behaupten wir, dass das Steak besser ist als das, was der andere das letzte Mal gegessen hat. Meins ist besser. Ich habe deins nicht probiert, aber ich weiß es. Aber wenn der andere dann essen ist und isst ein Steak, dann kriegt der dann wenigstens ein Bild von dem ja, heutigen Essen. Und auch wenn es nur die Goldene Möwe ist. Einfach ich so. Ich habe richtig Lust auf Steak. Oh, ich auch. Boah. Schatz, ich habe schlechte Neuigkeiten. Der Kaffee ist leer, kann wir ich machen Schluss. Kaffee trinken. Wir müssen jetzt aufhören, genau. Oh, ich hoffe, dass die Leute jetzt so hart getriggert, dass es überhaupt kein Thema gab und wir einfach nur sinnlos miteinander getalkt haben. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel. Wie immer. Wirklich. Ja. Lieb dich. Schaut, die Herzchen. Jetzt hast du wieder die Herzchen. Bei mir funktioniert das. Das konntet ihr jetzt nicht sehen, aber bei mir kommen Herzchen, wenn ich so mache. Warte. Oh, warst du das? Warte, jetzt mal, war das mal dein Kussmund. Geräusch? Ja, warte. Ich habe auch heißes Gilt. Wollen wir mal Kussmund probieren? Nee. Der müsste noch gehen. Ja, nur bei mir, Schatz. Ja, witzig. Wunderbar. Warte, ich mache noch einmal. Oh, vielleicht. Jedes aufgefangen. Vielleicht kommt von mir mehr Liebe. Nein. I love you. Always forever. Maybe it's forever. Maybe we. Jetzt aber. Leute, damit entlassen wir euch jetzt erstmal. Genau. Für alle, die jetzt eine Therapie brauchen, I'm sorry. Ja. Ich freue mich auf nächste Woche, mein Engel. Ich mich auch. Also tschö. Bis nächsten Montag.